Ich sitze in der Lobby der Upload Area. Eine junge Frau hat mir gerade ein Glas Wasser mit Eiswürfeln gebracht. Es fühlt sich nach unglaublichem Luxus an. Selten habe ich mich so gut gefühlt. Heute ist der Tag des Uploads. Hier in Neu-Neu-England kommt dieser Tag nur für jene, die 60 Jahre lang in den Fabriken geschuftet und überlebt haben. Während dieser 60 Jahre bekommt man nur wenig Geld, allerdings eine kleine Unterkunft und zu essen. Aber ein Wasser mit Eiswürfeln, davon haben wir alle immer nur geträumt. Die Lobby ist groß, rote Stühle nebeneinander unter einer gläsernen Kuppel. Auf die Scheiben der Kuppel sind schöne Landschaften projiziert. Draußen sieht es nicht ganz so malerisch aus. Grau in Grau, Dreck an Dreck. Stahl auf Stahl. Wir alle werden in ein System hineingeboren, 60 Jahre arbeiten und wenn man überlebt und niemals etwas Böses getan hat, kommt der Tag des Uploads. Etwas Böses heißt hier etwas gegen den Staat, gegen das System. Hat man gestohlen? Kein Upload mehr. Hat man protestiert? Kein Upload mehr. Hat man jemanden beleidigt? Kein Upload mehr. Ich war nicht immer zufrieden, aber ich war immer still. Ich wollte den Upload. Das Bewusstsein wird über ein spezielles Verfahren hochgeladen in eine virtuelle Welt, was jedoch etwas teuer ist, weshalb es nur den obersten Menschen und Leuten wie mir gestattet ist. 60 Jahre arbeiten in Fabriken. Es hat seine Spuren hinterlassen. Ich kann nicht mehr gerade laufen, mein Rücken schmerzt bei jeder Bewegung, meine Lunge rasselt bei jedem Atemzug und allgemein glaube ich, dass es bald mit mir zu Ende geht. Deswegen bin ich so unendlich glücklich, bis zum Tag des Uploads gekommen zu sein. Unsterblichkeit und die pausenlose Befeuerung mit Glückshormonen erwarten mich. Weg vom Schmerz, weg vom Leid, weg von dieser dreckigen Welt. Es macht mich nicht traurig, diesen Körper zu verlassen. Ich freue mich und dieses großartige Wasser mit Eiswürfeln ist ein wunderbarer Vorgeschmack auf das Paradies. Mein Großvater hatte mir einmal erzählt, dass es vor diesem System in seiner Kindheit ein anderes gab. Ein freieres System, jedoch ohne die Möglichkeit des Mind-Uploads, ohne die Möglichkeit zur Unsterblichkeit. Neben mir sitzt ein anderer. Ich sehe es ihm an. Er ist einer wie ich. Unser großer Tag, sage ich lächelnd. Er nickt bedächtig. Der große Tag. 60 lange Jahre. Aber ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt. Das ist wohl wahr, sage ich zustimmend. Ich komme aus C-73E. Ich war dort in Abteilung 4. E-98B, Abteilung 9, Unterabteilung B. Fließbandarbeit, Tag für Tag. AC-221G, kommen Sie. Ihr Upload steht bereit. Sagt eine Frauenstimme durch die alten Lautsprecher. Das bin ich. Es ist soweit. Ich kann das kaum glauben. Lächelnd schaue ich ihm nach, wie er auf die kleine Kuppel in der Mitte zugeht, die roten Türen geöffnet werden und er verschwindet. Es macht mir auch etwas Angst. Bin ich derselbe, wenn ich hochgeladen bin? Bin das dann immer noch ich? Kann mein Bewusstsein so auf diese Weise kopiert werden? Die Gedanken lassen mich etwas zittern, aber insgeheim habe ich Vertrauen. In der Halle sitzen nun außer mir nur noch zwei andere. Gleich ist es also soweit. FM 981B, kommen Sie. Ihr Upload steht bereit. Sagt die Frauenstimme wieder und ich lächle. Jetzt geht es los. Das war mein Name. Ich stelle das Glas Eiswasser neben mich und stehe auf, gehe auf die Türe zu. Ein junger Mann in teurer Kleidung steht vor mir. AC221G. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Er hält mir die Hand hin und ich gebe ihm meine. Es tut etwas weh, als er sie schüttelt. Meine alten Finger sind krumm und schmerzen andauernd. Kommen Sie, ich bringe Sie zum Uploadraum. Ich folge ihm einen kurzen Gang entlang in einen viereckigen Raum. Er ist blau gestrichen und in der Mitte steht ein Sessel, der mit diversen Schläuchen verbunden ist.
So, ich muss nun wieder zurück. Die Frau dort vorne wird sie weiter begleiten. Eine junge Frau steht dort, ebenfalls elegant gekleidet. Setzen Sie sich bitte hier auf den Sessel. Der Upload steht kurz bevor. Ich setze mich auf den Sessel und freue mich auf den Upload. Sie holt von der Seite eine kleine Maschine heran und schließt ein paar Schläuche an mich an. Wie funktioniert eigentlich das Ganze? Ach, das ist nicht wichtig. Gleich ist es soweit. Sie lächelt mich noch einmal an. Dankeschön, sage ich. Für den Bruchteil einer Sekunde scheint sie irritiert, macht dann aber weiter. Ich denke noch einmal an meine Frau, die ich gleich in der virtuellen Welt treffen werde, und freue mich auf den Tag, an dem mein Sohn mir folgt. Gut, in 3 Sekunden geht's los. 3, 2, 1. Gut, dann wollen wir ihn mal wegschaffen. Hat mir fast das Herz gebrochen. Hat sich bedankt. Dass die Leute immer noch an diesen Upload-Mist glauben. Der Abtransport der Leiche kommt heute etwas später, hat man mir vorhin übermittelt. Es gibt wieder Aufstände in der Innenstadt. Ach ja, armer Trottel. 60 Jahre schuften sie für ihren großen Tag. Um ein Glas Wasser zu kriegen und entsorgt zu werden. Ich habe gehört, dass sich die Omen überlegen, das Wasser mit Eis zu streichen, um Kosten zu sparen. Naja, genug geredet. Komm, hilf mir, der schafft sich nicht alleine zu den anderen. Bastian arbeitete schon seit fast 20 Jahren als Pfleger in einem Altersheim. Die Arbeit kann einen zermürben, freundliche Gesichter, die einfach nach und nach verschwinden, aber es gibt immer noch viele gute Momente, die Bastian seine Arbeit gerne machen lassen. Das Pflegeheim besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 10 Bewohnern. Bastian hat die Tagesschicht, hilft also den Leuten beim Essen, bringt ihnen Kaffee und Kuchen am Nachmittag, wäscht sie, hilft beim Anziehen, fährt sie ein wenig im Rollstuhl herum, achtet auf die Medikamente und alles weitere. Den Charakter des Altersheims machen vor allem die Bewohner mit ihren Marotten aus. Dazu gehören unter anderem Martha, die fast 100-Jährige, die jeden Abend bei Sonnenuntergang herausgeschoben werden möchte, um das Sinken der Sonne nicht zu verpassen. Heinrich, der schon mehr als einmal nach einer Pflegerin gegrapscht hat, sowie Konrad, der jeden Tag Pflaumenkuchen isst und viele weitere Bewohner. Und dann ist da noch Wolfgang. Wolfgang leidet unter schwerer Demenz und ist nur noch sehr selten ansprechbar. Er erkennt niemanden mehr wirklich und hat nur noch sehr, sehr wenige klare Momente. Früher war er Pianist, sehr erfolgreich, aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist, dass er alle paar Wochen eine Schallplatte auf den Plattenspieler legt und abspielt. Eine außergewöhnliche Platte. Ein Klavierstück, unbeschriftet. Niemand weiß, woher es kommt, weil niemand die fremdartige Melodie kennt. Und immer wenn diese Platte spielt, wissen die Pfleger, dass gleich jemand stirbt aus dem Pflegeheim. Erst war der Zusammenhang nicht klar und eigentlich weiß man bis heute nicht, warum das so ist. Aber immer wenn die Melodie spielte, wussten die Pfleger Bescheid, dass es mit jemandem gleich zu Ende geht. Es war gegen 16 Uhr, als die Melodie wieder spielte. Bastian hörte sie und murmelte: Schon wieder. Erst letzte Woche hatte es so einen Fall gegeben. Trotzdem lief er los. Erst durchsuchte er die Zimmer im 3. Stock, doch dort ging es allen Bewohnern gut. Dann hechtete er aufgeregt in den 2. Stock. Er wollte den alten Mann oder die alte Frau nicht alleine sterben lassen. Das sollte niemand. Auch im 2. Stock ging es allen gut und hastig rannte er in den 1. Stock. Sein Herz schlug schnell von der ganzen Rennerei, doch auch hier unten starb niemand. Wolfgang selbst, der die Platte aufgelegt hatte, musste es sein. Er lief hoch und ging hastig zu Wolfgang, nahm seine Hand und sagte: Du musst jetzt stark sein. Gleich wird es dir besser gehen. Wolfgang drehte sich zu ihm um und hatte denselben mitleidigen Gesichtsausdruck, wie Bastian ihn aufgesetzt hatte. Bastian wurde klar, dass die Schallplatte nicht für Wolfgang, sondern für Bastian selbst lief.
Der 23.09.2014. Ich erinnere mich gut an diesen Tag. Ich bin zur Arbeit gegangen, meinen Vorschlag bezüglich eines neuen Programms in der Tasche. Über mehrere Wochen hinweg hatte ich ihn ausgearbeitet und war mir sicher, damit schnell aufsteigen zu können. Doch an diesem Tag war mir Alexander zuvorgekommen. Er hatte meine Idee geklaut, sie als seine eigene ausgegeben und kam so an meiner Stadt nach oben. Ich weiß nicht, wie er an meine Unterlagen gekommen ist. Ich glaube, er hat meinen Schreibtisch während der Überstunden durchsucht. Mein Vorschlag würde vieles an der Firma vereinfachen und verbessern. Ich war mir meiner Sache so sicher gewesen, dass ich mir sogar einen neuen Wagen kaufen wollte und ihn mir schon ausgesucht hatte. Ein Neuwagen. Ich hätte mich kurz verschulden müssen, aber mit dem Aufstieg wäre das gar kein Problem gewesen. Aber Alexander kam mir zuvor. Ich hasste diesen Typen. Vor allem, weil ich genau wusste, dass ich da nichts tun konnte. Ich würde nur als Kollegenschwein dastehen. Er mag ja die fertige Präsentation und ich vielleicht nur dieselbe Idee gehabt haben, aber im Innern, da wusste ich, dass er meine Idee geklaut hatte. Den Wagen konnte ich mir natürlich dann nicht mehr leisten. Trotzdem brauchte ich unbedingt einen Wagen, da mein Alter nicht mehr durch den TÜV kam. So ging ich zum nächsten Autohändler in der Stadt, suchte einen guten Gebrauchtwagen zu einem akzeptablen Preis. Für das Geld kriegt man nicht viel. Tut mir leid, sagte der Autohändler kopfschüttelnd. Nein, da haben wir nichts da. Würde mich auch wundern, wenn man überhaupt irgendetwas findet für das bisschen Geld. Wirklich gar nichts? Nein, gar nichts. Ich durchstöberte das Internet nach Anzeigen und wurde tatsächlich fündig. Ein älterer Wagen, aber in einem guten Zustand, zu einem wirklich akzeptablen Preis. Am nächsten Tag fuhr ich direkt zu dem Mann, welcher die Anzeige aufgegeben hatte und klingelte zur vereinbarten Zeit. Es war eine dieser auswechselbaren Vorstadtgegenden, geplant und arrangiert. Ein Mann in den besten Jahren, im Rollstuhl, kam zu der Tür und öffnete sie. Er lächelte. Sind Sie wegen der Anzeige hier? Ich nickte. Der Wagen, ist der in der Garage? Fragte ich. Ja, einen Moment. Ich trat zur Seite, damit er aus der Türe und in Richtung Garage rollen konnte. Mit einer Fernbedienung ließ er das Garagentor nach oben fahren und dann konnte ich auch schon den Wagen sehen. Der Wagen sah gut aus. Ein älteres Modell, sicher schon 20 oder 30 Jahre alt. Möchten Sie mal fahren? Fragte der Mann lächelnd, meinen Blick anscheinend richtig deutend. Gerne, ich würde ihn gerne ausprobieren. Er drückte mir die Autoschlüssel in die Hand. Dann fahren Sie mal, ich warte hier. Bis gleich, bin in 5 Minuten wieder da. Ich stieg in den Wagen und startete den Motor, der mit einem wohligen Brummen ansprang. Vorsichtig fuhr ich die Einfahrt hinunter und einmal um den Block. Es war ein guter Wagen, eine Art Oldtimer, ein Großväterchen, das die Zeit überdauert hatte. Ich kannte mich zwar überhaupt nicht damit aus, aber selbst ich sah, dass er einiges mehr wert war, als er dafür verlangte. Er fuhr sich gut und die Ledersitze fühlten sich klasse an. Er war sauber, alles war in gutem Zustand. Nach 5 Minuten kam ich wieder und besprach alles Weitere mit dem Mann. Wenn Sie ihn jetzt kaufen, kriegen Sie ihn 200 Euro billiger. Ich mache Ihnen einen Freundschaftspreis. Kann ich Ihnen das Geld direkt geben oder möchten Sie einen Scheck? Wie Sie wollen. Ich zog das Geld aus meiner Brieftasche und fuhr den Wagen begeistert nach Hause. Damit hatte ich wirklich ein Schnäppchen gemacht. Am nächsten Tag auf der Arbeit fuhr ich auf den Firmenparkplatz. Morgen, sagte Alexander, der gerade an mir vorbeiging, dass er die Dreistigkeit besaß, mich überhaupt noch anzusprechen. Woher hast du diesen klasse Wagen? Der sieht ja großartig aus. Du verkaufst ihn doch nicht zufällig, oder? Nein, den verkaufe ich nicht, sagte ich trocken. Es fiel mir schwer, ihn nicht zu beleidigen, aber ich blieb ruhig. Der Wagen war gigantisch, irgendwie freute mich das und so ging ich mit einem guten Gefühl zur Arbeit. So ging es noch einige Monate weiter und der Wagen leistete gute Dienste. Die Arbeit nervte mich zwar, aber ich zog es durch, es half ja nichts, auch wenn ich Alexander neidisch beobachtete. Ich sollte an seiner Stelle sein, diese und andere Gedanken passierten immer wieder meinen Kopf. Ein paar Monate später wurde unsere Firma an eine andere Firma verkauft und wegen der Umlegung wurden viele Stellen gestrichen. Ja, auch mein Arbeitsplatz war damit futsch. Natürlich nicht der von Alexander.
Ich hatte mich eigentlich schon an die Ungerechtigkeit gewöhnt, aber dann brach es wieder in mir hervor. Ich war wütend. Das war nicht fair. Das war einfach nicht fair. Ich entschied mich, von einem Teil meiner Ersparnisse einfach mal Urlaub zu machen. Ich hatte es mir verdient, einfach ein bisschen weg an die Nordsee, die Seele baumeln lassen. Der Wagen hatte bisher großartige Dienste geleistet, weswegen ich mich entschied, mit ihm dorthin zu fahren. Die Fahrt ging lang, so dass ich beschloss, auf halber Strecke in einem rustikalen Hotel Pause zu machen und am nächsten Tag weiterzufahren. Es war ein einfaches Hotel, aber die Betten waren weich und das Frühstück reichhaltig. Danach fiel die Fahrt etwas leichter. Ich wollte gerade auf die Autobahn abbiegen, nachdem ich mir Mittagessen in Winkelstedts geholt hatte, als ich eine junge Frau sah, die per Anhalter mitfahren wollte, den berüchtigten Daumen hoch in die Luft gestreckt. Wo fahren Sie hin? Richtung Weidenbach. Kann ich mitfahren? Ich müsste im Kussmaltal raus. Das müsste auf der Strecke liegen. Klar, wenn du willst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich erwartet hatte, aber insgeheim, da hatte ich mir mehr erhofft. Naja, dumme Gedanken. Wir unterhielten uns über dies und das und sie erzählte mir, dass sie Kerstin hieß und mittlerweile im 5. Semester Materialsemiotik studierte, allerdings eine Prüfung immer und immer wieder vermasselte. Ich weiß nicht. Immer wieder sitze ich einfach dann da und Blackout. Alles Gelernte vergessen. Naja. Wo kommst du her? Wo geht's hin? Aus Heidelberg. Fahrt zur Nordsee. Einfach so? Oder gibt's einen speziellen Grund? Einen Moment überlegte ich, was ich sagen sollte. Ach, Urlaub. Einfach mal weg von allem. Einfach mal frei. Und wo willst du hin? Meine Großmutter besuchen. Hab sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich kann... Bevor sie den Satz beenden konnte, brach sie ab. Ich sah zu ihr herüber, sah ihre entsetzt geweiteten Augen und dann sah ich, dass ein Auto uns plötzlich seitlich reinfuhr. Ein lautes Krachen durchzuckte meinen ganzen Körper. Entsetzen, Zeitraffer, Bewusstlosigkeit. Ich bin erst später im Krankenhaus aufgewacht, hatte mich am Kopf verletzt und war direkt ohnmächtig geworden. Der Arzt, der mit mir die Tests machte, war ein junger Mann, wahrscheinlich nicht einmal 30. Sie können nach Hause, Herr... Er blätterte in seinem Notizbuch. Herr Lagerit, bei Ihnen ist alles wieder in Ordnung. Was ist mit Kerstin? Sie hat es nicht so gut erwischt. Sie liegt im Koma und es sieht nicht besonders gut aus. Aber... Sie hatten sehr großes Glück, Herr Lagerit. Muss ich... Nein. Die Familie ist verständigt und an ihnen lag es ja nicht. Ein Typ, der mehr Medikamente geschluckt hat, als man sollte, ist in ihr Auto reingefahren. Sie fahren nach Hause. Ihr Wagen steht auch zu Hause. Wir haben ihn dorthin bringen lassen. Okay. Danke für alles. Ein Polizist sprach später noch mit mir, allerdings war schnell klar, dass ich nichts zu befürchten hatte. Ich fuhr mit dem Zug nach Hause. Jetzt ging es mir noch viel schlechter. Ich fühlte mich schuldig, fühlte mich leer. In gewisser Weise war ich überrascht, fast schockiert, meinen Wagen wiederzusehen in einem einwandfreien Zustand. Wie war das möglich? Ich wusste, dass ich zwar sicher irgendwann wieder mit einem Auto fahren könnte, doch nicht mehr mit diesem Wagen. Wenn ich auch nur in seine Nähe ging, bekam ich schwitzige Hände und mein Herz schlug schneller. Ich gab eine kleine Kontaktanzeige für ihn auf und wenige Tage später kam auch ein Interessent vorbei und kaufte den Wagen direkt. Später am Nachmittag klingelte es wieder. Es war der Verkäufer, von dem ich den Wagen gekauft hatte. Haben Sie den Wagen noch? Haben Sie ihn noch? Ich? Nein, ich habe ihn verkauft. Er schüttelte den Kopf, drehte sich mit seinem Rollstuhl um und fuhr außer Sichtweite. Was sollte das denn? Es verwirrte mich. Er hatte so etwas in den Augen gehabt, so einen seltsamen Ausdruck, wie ich ihn vorher noch nie gesehen hatte. Irgendwie ließ mich das nicht los und ich suchte nach der Geschichte des Wagens über verschiedene Anhaltspunkte und dann erstarrte ich. Der Wagen war nicht nur einmal in einen Unfall verwickelt worden, sondern einige Male. Oft schwere Unfälle, manchmal sogar tödlich.
Mit diesem Wagen standen über 15 Unfälle in Verbindung. Immer dann, wenn der Wagen zu lange fuhr, auf Autobahnen, auf dem Weg in den Urlaub oder sonstiges. Mir wurde klar, dass ich den Wagen unbedingt zurückholen musste. Ich rief bei dem Käufer an und versprach ihm 500 Euro obendrauf, wenn er mir den Wagen heute zurückgeben würde. Er akzeptierte und nur wenig später stand das Auto wieder in meiner Einfahrt. Ich war erleichtert und wartete erst einmal ab. Ich wusste nicht, was ich mit dem Wagen tun sollte, aber ich war zu der festen Überzeugung gelangt, dass er in irgendeiner Weise verflucht war oder so etwas in der Art. Und dann kam mir ein Gedanke. Ich tippte eine Nummer in mein Telefon. Hey, hey Alexander, weißt du noch mein neuer Wagen? Klar, was ist damit? Du fandest den ja ganz gut. Wenn du willst, verkaufe ich ihn dir zu einem Freundschaftspreis. Tatsächlich? Ich wollte gerade in den Urlaub fahren. Das passt perfekt. Was du nicht sagst. Die Wissenschaft ist sich mittlerweile zu großen Teilen einig, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Wir werden von unserer sozialen Umgebung, unserer genetischen Prädisposition und weiteren Faktoren so geprägt, dass wir in Situationen immer nur auf eine Art reagieren werden, es gar nicht anders können. Von Entscheidungen zu sprechen ist also eigentlich gar nicht möglich. Es gibt keine Entscheidung, es gibt immer nur eine Art, wie wir reagieren können. Ich möchte das vergleichen. Wenn du Magnesium erhitzt, wird es bei einer gewissen Temperatur hellleuchtend abbrennen, weil es Magnesium ist, kein anderes Material. Es hat gar keine Wahl, keine Entscheidung, keine Möglichkeit, keinen freien Willen. Der Reiz bestimmt die Reaktion. Also verzeih mir bitte, wenn du den ersten Stich und den zweiten Stich und jeden weiteren Stich spürst. Ich bin Magnesium. Wenn ich entzündet werde, leuchte ich hell. Mein Name ist Andreas und ich bin Alkoholiker. Keiner der netten Sorte, die dann halt irgendwie nachts weinen, sondern einer von der Sorte, die schreien und prügeln. Es hat damals mit etwas zu viel Stress auf der Arbeit angefangen und endete in Kneipenschlägereien. Meine Kindheit war schön, daher kommt das nicht. Ich glaube nur, dass ich nicht die Fähigkeit besitze, wirklich glücklich zu sein. Ich habe zwei Kinder in die Welt gesetzt, eine Frau, die mich liebt, einen gut bezahlten Job und trotzdem greife ich immer wieder zur Flasche. Früher war ich einfach mit Kollegen mal einen trinken, dann kam der Stress, dann ab und zu einfach so, dann morgens, dann das Zittern, dieses scheiß Zittern. Ich hatte meinen ganzen Alkohol im Klokasten auf der Arbeit versteckt. Immer wenn jemand gespült hat, klapperte es dumpf. Bis heute weiß ich nicht, wie das keinem auffallen konnte. Ich habe viel Mist gebaut. Ich habe einem Laden die Scheibe eingeworfen. Ich habe meine Kinder angeschrien und Ich habe meine Frau geschlagen. Einmal. Aber das war zu viel. Da wurde uns beiden klar, dass irgendetwas anders laufen muss. Sonst würde alles in die Brüche gehen. Ich ging zuerst zu den anonymen Alkoholikern. 12-Schritte-Programm, 12 Tassen Kaffee am Tag. Aber das half mir nicht. Also zumindest nicht lange. Anfangs tat es gut, mit den Leuten zu sprechen, aber dann griff ich erneut zur Flasche und dann wieder und wieder. Ich weiß nicht wieso, ich kam einfach nicht davon los. Meine Ehe bröckelte weiter. Es lief einfach nicht mehr.
Irgendwann stellte mich meine Frau vor die Wahl. Entweder würde ich eine weitere Therapie besuchen, oder sie würde am nächsten Tag mit den Kindern verschwinden. Sie hatte ein spezielles Therapiezentrum gefunden. Eine Firma namens Eerie Mike, die auf schwere Fälle von Sucht spezialisiert waren. Ein spezielles Programm mit hoher Erfolgsquote. Ich weiß noch, wie mich meine Frau an dem Tag hinfuhr und mir am Eingang noch sagte: Das wird funktionieren. Das muss funktionieren. Mein Sohn Lukas war auch da und ich kann mich noch an den genauen Wortlaut und den Klang seiner Stimme erinnern. Papa, das schaffst du. Und ich wollte es auch wirklich schaffen. Es war ein graues, teilweise verglastes Gebäude. Unten am Eingang war überhaupt niemand. Vor mir lag eine leere Empfangsstelle und rechts daneben eine Treppe. Es gab nur ein Schild mit einem aufgemalten Pfeil an der Seite, an dem man sah, dass die dort zu therapierenden Menschen hingehen sollten. Ich schritt langsam die grauen Stufen nach oben und war etwas verwundert, dass es so unglaublich ruhig in dem Gebäude war. Ich konnte nichts hören, erst als ich am Ende der Treppe angekommen war, konnte ich entfernt ein leises Tippen hören. Wirklich, nur leise. Ein leerer Gang, weder links noch rechts waren Türen, einfach nur ein leerer Gang mit nackten Wänden. Am Ende des Ganges war eine Tür, an der Büro stand. Das Licht war schummrig. Ich schritt langsam darauf zu und klopfte zaghaft. »Kommen Sie rein«, sagte eine Stimme und ich öffnete die Tür. Hinter einem Schreibtisch saß ein junger, hagerer Mann im Anzug. Vor ihm stand eine Schreibmaschine, auf welche er tippte. Ein Tisch, dahinter sein Stuhl, davor ein weiterer Stuhl. Das war alles. Sonst war der gesamte Raum leer, bis auf einen Stapel Papiere. Nach einer halben Minute hörte er auf zu tippen und schob die alte Maschine zur Seite. Er sah auf und ich konnte eine Narbe auf seiner linken Wange erkennen, die ihm ein seltsames Aussehen verlieh. »Entschuldigung, ich musste meine Wörter für heute noch fertig machen.« »Wie meinen Sie das?«, fragte ich und sah wohl etwas verwirrt aus. »Ach, egal. Kommen wir zur Sache. Ihre Frau hat mich ja bereits angerufen und mir erklärt, unter welchen Problemen sie leiden. Aber ich möchte das noch einmal von Ihnen hören.« »Nun, inwiefern?« »Was ist Ihr Problem?« »Ich bin Alkoholiker.« »Gut, das Problem ist also erkannt. Das ist schon einiges wert. Die Hälfte des Weges meiner Meinung nach. Naja, vielleicht ein Drittel. Ja, ein Drittel kommt gut hin.« Ich nickte und eine Stille entstand. Er machte mir mit einer Handbewegung klar, dass ich mich setzen sollte, und so setzte ich mich. Dann stand er auf und öffnete das Fenster. »Es ist so stickig hier drin. Den ganzen Tag sitzt man rum.« »Werden hier die Leute therapiert?« Nein. Unser Therapiezentrum liegt etwas außerhalb der Stadt. Hier geht es darum, dass ich sie kennenlerne, dass ich verstehen kann, was für ein Typ Mensch sie sind.« Ich nickte abermals. »Was hat die Sucht bei Ihnen verursacht? Also, was ist vorgefallen? In der Regel kommen die Leute nicht schon zu mir, wenn sie zittern, sondern viel später. Was ist bei Ihnen passiert?« »Ich habe meine Kinder angeschrien und habe einen Unfall gebaut«, sagte ich stockend. »Das ist nicht alles. Ich sehe, dass da mehr ist.« Plötzlich hatte er einen so seltsamen Ausdruck in seinen Augen. »Sagen Sie mir, was war das Schlimmste?« Ich habe meine Frau geschlagen. Der Mann sog scharf Luft ein. »Okay. Nun denn, es wird ein harter Weg werden. Ich möchte nicht, dass Sie jemandem sagen, wo Sie genau hinfahren. Damit das klar ist. Es führt in der Regel nur zu Problemen. Frauen, die ihre Männer heimlich besuchen, Kinder, die ihren Vater sehen wollen. Nicht gut für die Therapie, verstehen Sie?« Wie lange wird es dauern?« 3 Wochen. Wir fangen nächste Woche an. Sorgen Sie für Urlaub oder Krankenmeldung bei Ihrer Arbeit. Im Notfall, ich kenne Ärzte, die Ihnen ein spezielles Attest ausstellen.« Der Mann setzte sich wieder und zog eine der Schreibtischschubladen auf. Ein Stift und ein Blatt Papier. »Das ist der Vertrag. Den müssen Sie vorher unterschreiben.« Im Vertrag standen Dinge wie: »Für die Dauer der Therapie akzeptiere ich jede Handlung an mir. Ich akzeptiere die Therapie in jeder Form und erkläre mich einverstanden, sie nicht abzubrechen. Ich bin darüber aufgeklärt, dass die Therapie manchmal gewisse Grenzen überschreitet, womit ich mich einverstanden erkläre. Ich nehme dies zu meiner Heilung an.« Das wollte ich nicht unterschreiben. Ich kannte solche Verträge. Ich trat damit alle meine möglichen Ansprüche ab. Einen Moment lang dachte ich nach. Der Mann mir gegenüber schien meinen Widerwillen zu erkennen. »Die Therapie ist speziell.
Das ist keine normale Behandlungsmethode, verstehen Sie? Aber die normalen Methoden sind erschöpft, oder? Sie müssen die Therapie nicht machen. Es ist Ihre Entscheidung, aber... Er macht eine Pause. Was meinen Sie? Was aber? Wenn es Konsequenzen gibt, müssen Sie damit leben. Ich schluckte schwer, denn mir wurde klar, dass, wenn ich nicht unterschreiben würde, meine Ehe scheitern und mein Leben auch langsam enden würde. Es war ein Sterben auf Raten. Gesundheitlich, familiär, in meinem Beruf. Das war mir klar. Was kommt genau auf mich zu? Betriebsgeheimnis, Sie verstehen? Das ist eigentlich viel relevanter für uns, dass Sie niemandem erzählen, was dort passiert. Deswegen machen wir diese Blätter überhaupt, um die Methode an sich zu schützen. Sie wollen doch Leuten helfen. Ja, natürlich. Aber wir sind auch ein Unternehmen. Ich unterschrieb den Vertrag und einen Scheck. Es war eine Menge Geld, aber ich sah keinen anderen Weg mehr. Der Mann drückte mir ein Kärtchen in die Hand, auf dem eine Wegbeschreibung stand, und brachte mich noch zur Bürotür. Sie schaffen das. Sie sehen nicht aus wie jemand, der es nicht schaffen könnte. Ich öffnete die Tür und trat wieder in den Gang. Das Licht wirkte anders, irgendwie freundlicher. Ein Hoffnungsschimmer, ein billiger Trick. Ich konnte es nicht genau sagen, aber ich war auf das gespannt, was nun kommen würde, und stieg in die Bahn, um nach Hause zu kommen. Mein Kopf ging unermüdlich die folgenden Tage durch. Eine große Hoffnung war in mir, neben einem großen Zweifel, bis die Sprechanlage des Zuges das Ende meiner kurzen Fahrt ankündigte. Nächster Halt, Mike-Wechsler-Platz. Endstation. Bitte erst aussteigen. Wir wünschen allen Fahrgästen eine gute Weiterfahrt. Endstation, Neubeginn, alles dasselbe. Die Urlaubstage, die ich für die Therapie brauchen würde, wären kein Problem. Ich hatte noch einiges an Überstunden abzufeiern. Am nächsten Tag rief ich bei der Arbeit an und vereinbarte, kurzfristig meinen Urlaub zu nehmen. Ich nahm mir den Urlaub ab sofort und versuchte schon jetzt nicht mehr zu trinken. Einen Tag schaffte ich es, doch dann trank ich wieder heimlich, morgens, mittags und abends. Nur genug, um nicht zu zittern, damit ich mit meinen Kindern zurechtkam. Bald wäre ich ja befreit, das wusste ich. Ich erklärte meiner Frau, dass sie nicht wissen dürfte, wo ich dann sein würde. Sie akzeptierte das. Sie akzeptierte so viel, ich konnte das gar nicht begreifen. Ich will einfach nur, dass du gesund wirst, Andreas. Das ist alles, was ich möchte. Nachdem die Woche vorbei war, verabschiedete ich mich von meiner kleinen Tochter, die noch ein Baby war. Ich hielt sie noch einmal kurz im Arm. Dann umarmte ich meinen Sohn, der mir mit einem »Du schaffst das schon« Mut machte und küsste noch einmal meine Frau. Ich fuhr mit dem Taxi hin, hatte am Morgen mal wieder etwas getrunken. Ein letzter Schluck. Ein letzter, bevor es vorbei sein würde. Die Adresse war sicher fast eine Stunde von der Stadt entfernt. Wir fuhren an lauter Dörfern vorbei, Egeldorf, Grabach und vielen weiteren Dorfs und Bachs. Nach einer Stunde waren wir dort angelangt und ich gab dem Taxifahrer das Geld. Jetzt war es soweit. Ein neuer Lebensabschnitt würde beginnen. Es musste einfach endlich soweit sein. Das Therapiezentrum war ein heller, moderner Klotz, der frei auf einer Wiese stand. In einem guten Kilometer Umkreis gab es nur dieses Gebäude. Der Kiesweg grenzte an ein paar Blumenkästen und führte dann zu zwei Glastüren, die automatisch aufgingen, als ich vor ihnen stand. Hier war der Empfang nicht leer, eine junge Frau stand dort. Herr Vigen, wir haben Sie erwartet. Soll ich Ihnen das Zimmer zeigen? Sie führte mich in ein kleines Zimmer mit eigenem Bad und ich fühlte mich direkt wohl. Kommen Sie gegen 18 Uhr runter, da gibt es Abendessen und die Therapie wird im Anschluss beginnen. Am Abend saßen ich und ein paar andere Männer und Frauen unterschiedlichsten Alters auf einfachen Plastikstühlen. Ein junger Mann erklärte ungefähr den morgigen Ablauf. Die Bezeichnungen für die verschiedenen Therapieformen waren seltsam blumig und wurden auf eine intellektuelle Weise erklärt. Gesprächssitzung zum tieferen Selbstverständnis und zum echten Verständnis von anderen. So etwas war nicht selten. Es gab verschiedene Programmpunkte. Erst am Ende der kleinen Präsentation bemerkte ich, dass der Mann aus dem grauen Gebäude auch hier war. Er stand am Rand und beobachtete alles unauffällig.
Es begann mit einer Gesprächstherapie, ähnlich zu der Therapie, wie ich sie auch schon von den anonymen Alkoholikern kannte. Fragen wurden anders und schneller gestellt, alles schien zusammengerafft zu sein, gepresst quasi. Aber im Großen und Ganzen war es dasselbe. Dann gab es Vorträge, es ging viel um Angst, viel darum zu verstehen, was wir getan hatten und die üblichen Möglichkeiten, das zu ändern. Und dann kam die Konditionierung, wie sie genannt wurde, Aversionstherapie. Es fing erst einfach an. Wir bekamen leichte Mittel, dass uns etwas schlecht wurde, während wir Leuten zusahen, wie sie Alkohol tranken, doch dann wurden sie stärker. Wir bekamen Bilder gezeigt und Medikamente verabreicht, die Kopfschmerzen und ähnliches verursachten. Anfangs war das noch in einem ertragbaren Rahmen, aber trotzdem sehr unangenehm. Das Ziel war es, uns damit vom Trinken insgesamt fernzuhalten, indem wir einfach Ekel davor entwickeln sollten. Dann wurde es krass. Am 12. Tag bekamen wir ein Glas Bier. Es roch nach Bier, sah wie Bier aus und schmeckte auch danach, doch irgendetwas war da drin. Völlig verworren machte es mich und mir wurde extrem schlecht. Ich stolperte, konnte weder klar denken noch gerade laufen und hatte überall Schmerzen. Die Wände schienen zu atmen. Mehrmals dachte ich, mein Herz würde gleich stehen bleiben, und als ich irgendwann in meiner Kotze wegdämmerte, träumte ich von gigantischen Spinnen. Am nächsten Morgen fand ich mich wieder wohlbehütet in meinem Zimmer und Bett auf. Doch das war zu viel. Das war eindeutig zu viel. Ich wusste, dass die Leute mich nicht einfach gehen lassen würden und ich nur über einen Schleichweg nach draußen kommen würde. Ich stieg aus dem Fenster über das Dach, sprang gute 2 Meter tief in die Büsche und lief dann so schnell ich konnte weg. Diese Leute waren verrückt. Einfach verrückt, so etwas konnte ich doch nicht mit mir machen lassen. In der Stadt kaufte ich mir neue Klamotten, denn meine waren dreckig nach dem Sprung. Ich sah wohl ziemlich durch den Wind aus. Dann machte ich mich auf den Weg nach Hause, etwas ängstlich, ob meine Frau mir meine Ausrede abkaufen würde. Sie war nicht zu Hause, anscheinend holte sie meinen Sohn gerade von der Schule ab oder so etwas in der Art. Ich hoffte einfach nur, dass dieses verdammte Therapiezentrum nicht bei uns anrufen würde, denn ganz egal, von welchen Methoden ich meiner Frau auch erzählen würde, sie würde mich wegschicken und ich hätte keine Chance mehr, ein Teil der Familie zu sein. Als sie nach Hause kam, war sie natürlich verwundert, mich zu sehen. Was machst du denn hier so früh, Papa? Ich dachte, du wärst jetzt im Krankenhaus, oder? Fragte mein Sohn, aber meine Frau schickte ihn direkt ins Zimmer. Lukas, bitte geh auf dein Zimmer. Ich und Papa müssen reden. Sie war nicht begeistert und ging anscheinend davon aus, dass ich die Therapie abgebrochen hätte. Warum, Andreas? Warum? Fragte sie und schien den Tränen nahe zu sein. Franziska, keine Angst. Das ist Teil der Therapie. Ich soll mich heute bei euch entschuldigen und euch über meine Fortschritte unterrichten. Und später gehst du wieder zurück? Mir drehte sich der Magen um bei der Vorstellung, aber ich konnte natürlich nicht sagen, dass ich hierbleiben würde. So schnell fiel mir keine Erklärung ein. Ja, ich gehe später wieder hin. Ich soll nur bis heute Abend hier sein, um euch auf dem Laufenden zu halten. Sie nickte und schien nun etwas entspannter. Es tat gut, etwas Zeit mit meiner Familie zu verbringen, vor allem nach dem gestrigen Tag war es irgendwie ein profundes Gefühl, fest in der Welt verankert zu sein. Abends musste ich dann natürlich gehen und verabschiedete mich wieder. Ich mietete mich für die restliche Zeit in ein Hotel ein. Es würde zwar einiges kosten, aber das war mir egal. Was in dem Zentrum passiert war, ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Aber es hatte gewirkt. Allein beim Anblick von einem Getränk mit Alkohol oder auch nur von Schokolade mit Alkohol wurde mir übel. Ich konnte mich gar nicht dagegen wehren, so tief war es schon in mir verankert. Ich hoffte einfach nur die ganze Zeit, dass das Therapiezentrum nicht anrufen oder sich anders melden würde, auch wenn ich nicht wirklich daran glaubte. Nach ein paar Tagen ging ich wieder zurück nach Hause. Ängstlich, natürlich, und darauf gefasst, gleich alles zu verlieren. Aber im Gegenteil, anscheinend hatte niemand angerufen. Ich wurde von meiner Frau und meinen Kindern willkommen geheißen und fing auch bald wieder zu arbeiten an. Und das ohne Alkohol. Mir ging es besser, viel besser als vorher, und ich war glücklich, endlich alles auf die Reihe zu bekommen. Auch wenn ich die Therapie abgebrochen hatte, hatte sie geholfen.
Bei der Arbeit stieg ich auf und insgesamt war mein Leben sehr viel besser. Ich verriet niemanden, dass ich mal Alkoholiker war und schaffte es mich gut, um jede Kneipentour herumzudrucksen. Das ging gut bis zu einer Weihnachtsfeier ein Jahr später. Ich hatte ein alkoholfreies Bier bestellt, aber irgendwer hatte Mist gebaut und mir eines mit Alkohol gebracht. Ein winziger Fehler, der in der Regel nicht weiter erwähnenswert wäre, aber bei mir war es schlimm. Es erinnerte mich daran, erinnerte mich an den Sinn und Geschmack des Deliriums. Aber ich wollte standhaft bleiben, wollte mir beweisen, dass ich es endlich unter Kontrolle habe. Den nächsten Monat trank ich kein bisschen und als der Monat vorbei war, dachte ich, dass ich es wieder unter Kontrolle hätte, dass ich damit wieder leben könnte. Ich trank ab und an mal ein Bier mit Kollegen und das ging auch gut, bis zu einem Punkt. Es war der 3. März, der Tag, an dem ich meinen Job verlor. Wegrationalisiert, nicht mehr nötig. Es war der Tag, an dem ich einen richtigen Rückfall hatte. Ich ging in eine Bar und trank und trank und trank. Ich kann mich nicht erinnern, wie viel ich getrunken hatte, aber es war eine Menge. So viel, dass ich am nächsten Morgen völlig verkatert und verwirrt neben nackter Haut mittleren Alters aufwachte. Ich wusste nicht, wer sie war, kannte nicht einmal ihren Namen, aber ich fühlte mich schuldig. Wir lagen in einem billigen Hotelzimmer, richtig klischeehaft. Ich machte ihr klar, dass sie verschwinden müsste und war dann erst einmal allein. Ich hatte meinen Job verloren, meine Frau betrogen, war sogar immer noch betrunken. Mich durchzog eine Angst. Eine richtig tiefe Existenzangst. Ich duschte, zahlte das Hotelzimmer und ging in die Stadt, um mir neue Klamotten zu besorgen und Pfefferminz. Dann mit dem Bus nach Hause. Auf nichts gefasst, hatte eher so ein Ich-bringe-das-jetzt-hinter-mich-Gefühl. Als ich an der Eingangstüre bei meinem Haus stand, wusste ich nicht, wie ich mich erklären sollte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und drinnen hörte ich ein Wimmern. Meine Frau wusste sicher schon, dass ich rückfällig geworden war. Ich schloss die Tür auf, schritt hindurch und schloss sie wieder. Im Wohnzimmer war niemand, auch in der Küche war niemand. Es war noch früh, die Kinder waren also noch nicht da, aber meine Frau musste da sein. Ich hatte doch das Wimmern gehört. Dann wieder, es kam aus dem Schlafzimmer. Ich hatte viel erwartet, doch das, was ich vor mir sah, war wie ein Albtraum. Meine Frau lag auf dem Boden, blaue Flecken über dem Körper verteilt. Aus ihrer Nase tropfte Blut. Fassungslos ging ich zu ihr und versuchte, so gut es ging, sie zu beruhigen. Was ist passiert? Wer hat... Da war ein Mann. Er sagte, dass er mit dir sprechen müsste und ist dann einfach reingekommen. Er hat... Sie schluchzte und Rotz vermischte sich mit Blut und Wasser. Wer war es? Wer hat dir das angetan? Ich weiß es nicht. Es ging alles so... Kannst du dich an irgendwas erinnern? Ein Narbe... auf seiner Wange. Ich erstarrte. Das konnte nicht sein. Ich stand auf. Andreas, warte. Lass mich nicht allein. Bitte. Ich bin gleich wieder da, sagte ich, und nur einen halben Gedanken später fiel die Tür hinter mir ins Schloss. Ich stieg in das Auto und fuhr los, war immer noch halb betrunken, aber das Adrenalin in meinen Adern ließ mich konzentriert fahren und pumpte jegliche Betrunkenheit aus meinem Körper. In die Stadt, da, wo alles begonnen hatte, da, wo es endlich ein Ende finden würde. Ich parkte halb auf der Straße, öffnete die Türe und hastete die Treppe nach oben. Wieder zu dem Zimmer. Wütend warf ich die Tür auf. Dort saß er, kopfschüttelnd. »Warum hast du das meiner Frau angetan?« schrie ich fast und sprang auf ihn zu, aber stoppte einen halben Meter vor ihm, weil ich etwas Blitzendes in seiner Hand sah. Eine Waffe, eine Pistole. Erschrocken wich ich zurück und schluckte. »So, ich hatte mir mehr erhofft, ganz ehrlich«, sagte er. »Was hast du meiner Frau angetan? Warum?« »Deine Therapie geht weiter. Du kannst nicht einfach abbrechen. Du warst wieder betrunken.« »Du kannst doch nicht meine Frau verprügeln, weil ich...« »Still jetzt! Natürlich kann ich das. Was sagtest du mir bei unserem ersten Gespräch? Du hast deine Kinder angeschrien, deine Frau geschlagen. Ich habe das alles einfach ein wenig verkürzt. Uns allen etwas Zeit gespart.« »Das ist krank!« »Halt deine Fresse!« spuckte er aus und zielte mit der Waffe auf mich. »Du bist so ekelhaft.
Ich mach das jetzt seit sicher 10 Jahren und wir hatten schon harte Fälle. Aber was du bist... Er schüttelte den Kopf. Du gehörst zum ekelhaftesten Abschaum, der mir je untergekommen ist. Nicht einmal für deine Familie kannst du mit dem Trinken aufhören. Und du bist längst auf einem ganz anderen Level. Letztes Mal hast du deine Kinder angeschrien, deine Frau geschlagen. Jetzt gehst du fremd. Du hast komplett die Kontrolle verloren. Er schritt auf mich zu, hielt mir die Pistole an den Kopf und zwang mich in die Knie. Ich sollte das hier und jetzt beenden. Weißt du, du bist auf einem ganz anderen Level. Es ist nur noch ein Schritt, bis du deine Frau häufiger verprügelst und deine Kinder schlägst oder was weiß ich machst. Du bist die Scheiße, in die man nicht treten will. Du bist ein Parasit, der durch die Güte und Liebe seiner Mitmenschen überlebt. Ich sollte das hier und jetzt beenden. Aber ich werde dich nicht töten. Er nahm die Waffe von meinem Kopf. Tränen rannen über meine Wangen, als mir bewusst wurde, dass er mit allem recht hatte. Ich bin Therapeut. Ich bin da, um dir zu helfen. Und das muss dir klar sein. Er schüttelte den Kopf ein weiteres Mal und ging zum Schreibtisch, zog einen Gegenstand heraus. Deine Therapie fängt hier an, oder sie endet hier. Nichts dazwischen, nichts sonst. Ich schloss die Augen, als ich den Gegenstand in seiner Hand sah, und Tränen liefen mir über meine Wangen. Ich hatte Angst. Ich fühlte mich wertlos. Ich war nur ein wertloser Haufen Dreck. Ich betete. Ich weiß nicht für was. Ich schluckte und öffnete die Augen. Deine Therapie beginnt oder sie endet. Hier und jetzt. Seine linke Hand war ausgestreckt, um mir aufzuhelfen. In der rechten lag ein Strick. Es war zur Winterzeit, als die neuen Mitarbeiter in die Abteilung kamen. Wir sind hier in einem Großraumbüro, insgesamt 20 Leute. Richtig klischeehaft, wie man sich das eben vorstellt, mit einem Nebenraum, um sich Kaffee in rauen Mengen zu kippen und alles weitere. Und ja, wir müssen auch Zettel mit unseren Namen auf das mitgebrachte Essen im Kühlschrank kleben. Und nein, niemand hält sich daran. Es waren insgesamt 3 neue Kollegen, weil im selben Jahr 3 in Rente gegangen waren. Kunigunde, Dieter und Lena. Die neuen 3 waren Markus, ein stämmiger Mann, der sich in der Raucherpause immer direkt 3 Kippen reinzog, Melanie, die häufiger Donuts oder Muffins mitbrachte, wodurch sie schnell bei allen beliebt wurde, und Rüdiger, ein stiller, untersetzter Typ, der sich immer ein wenig zu sehr rausputzte, aber auch er schien nett zu sein. Es gibt bei uns regelrechte Rituale, mit denen die Neuen in die Mitte aufgenommen werden. Man gibt ihnen etwas extra Arbeit, isst von ihrem Essen, verstellt Sachen auf ihrem Schreibtisch, benutzt ihren Mülleimer statt den eigenen und lässt ab und zu den ein oder anderen Spruch los. So läuft das halt, ist ja nichts Schlimmes, da musste jeder von uns mal durch und ganz ehrlich, bisher hatte es keinem geschadet. Es war gerade der 12.12.2014, als wir schon anfingen, etwas von der Weihnachtsdekoration im Büro aufzuhängen, so wie jedes Jahr. Immer derselbe alte Schmuck. Rüdiger hatte eigenen Schmuck von zu Hause mitgebracht, filigrane Figuren, geschnitzt mit äußerster Präzision. Sie machten sich wirklich gut und ließen die Weihnachtskugeln mit ihrer allmählich abblätternden Farbe blass und hässlich erscheinen. Das ging so weit, dass man die ganzen Weihnachtskugeln kurzerhand komplett abhängte, einfach nur damit diese kleinen bemalten Figuren stattdessen dort hängen konnten. Ich fragte ihn, wo er diese Figuren gekauft hatte. »Ich mache sie selbst«, sagte er mit einem kleinen Grinsen. »Wie lange brauchst du dafür im Schnitt?« »Mit Vorbereitung so 3 oder 4 Stunden. Allerdings mache ich dann direkt mehrere am Stück hintereinander. Sich reinzufinden kostet immer etwas Zeit.« Kurz vor der Mittagspause fiel mir auf, dass ich kein Geld hatte, um mir irgendetwas zu kaufen, und da ich keine Lust hatte, mir von irgendwem Geld zu leihen, ging ich zum Schreibtisch von Rüdiger und griff mir seine Lunchbox. Er war gerade weg, wohl auf Toilette oder so, dass ich sie unbemerkt aufmachte und gierig in sein Sandwich biss. Das Sandwich war ziemlich gut, mit unglaublich zartem Fleisch. Dazu gab es Trauben und noch ein paar Nüsse, die auch wunderbar waren. Er kam von der Toilette zurück und sah mich überrascht an, dass ich sein Essen verzehrte, aber war nicht wütend oder ähnliches.
Was ist das? Machst du dir jeden Morgen so aufwendiges Essen für die Arbeit? Ja, wenn ich genug Zeit habe. Das sind Walnüsse aus der Umgebung, Trauben aus Spanien, Toast mit Bauchfleisch, das ist ja bekanntermaßen das Beste, und etwas Soße, wirklich nichts Besonderes. Es ist wirklich köstlich. Gute Zutaten machen viel aus, sagte er, während ich mir eine weitere Traube griff. Kannst du bitte aufhören? Neu ist neu, sagte ich und lächelte verschmitzt, und er nickte, verstand, dass ich es nicht böse meinte, sondern es einfach zu den Regeln gehörte. Am nächsten Tag sollte es mit den anderen Abteilungen Kaffee und Kuchen geben und es würden sicher 60 Leute anwesend sein. Es war der letzte Tag vor dem Weihnachtsurlaub. An diesem Tag veranstaltete die Firma jedes Jahr eine kleine Feier unten in der großen Halle. Bei Kaffee und Kuchen unterhielten sich die Leute und es gab einiges an Gesprächsstoff. Irgendwann leerte sich der Kaffee und es wurde gefragt, ob jemand die Kaffeepulverbox aus der Abteilung holen könnte. Rüdiger meldete sich und ich meinte, dass ich mitgehen würde, da ich sowieso noch auf Toilette musste. Wir stiegen die Treppen nach oben und redeten über nichts Spezielles. Ich fragte ihn, ob er sich langsam eingearbeitet hatte, solche Sachen eben. Ich ging dann etwas schneller los, denn ich musste dringend zur Toilette, während er gemächlich in die Küche schritt. Nachdem das erledigt war, ging ich hinüber zur Küche und sah, wie er sich nach dem Kaffeepulver streckte. Wie gesagt, er war nicht der Größte. Doch dann fiel mir etwas auf. Sein Hemd war etwas verrutscht und man konnte einen Teil seines Bauches erkennen, an dem grobe Stiche zu sehen waren und teilweise Stücke herausgeschnitten schienen. Es wirkte seltsam formlos, als würden Knochen an den Stellen ebenfalls fehlen. Ich sah ihn ungläubig an, fragte, was ihm denn passiert sei. Er lächelte mir zu und sagte: Ich sagte doch, das Fleisch vom Bauch ist das Beste. Man sagte mir ja, dass der Stadtteil etwas lauter ist, aber vor den Todesschreien jede Nacht hat mich keiner gewarnt. Hab keine Angst, schön weit aufmachen, sagte der Zahnarzt und beugte sich über mich. Die meisten werden sowieso nach dem ersten Zahn ohnmächtig. Endlich gab es mal wieder etwas richtig Herzhaftes zu essen. Auch wenn mir der leere, tote Blick von Markus nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Um 2:30 Uhr nachts wird auf Kanal 12 eine Serie ausgestrahlt. Sie ist ziemlich abgefuckt, ich habe die Macher angezeigt. In der Serie wird lediglich ein dicker Alkoholiker gezeigt, der ab und zu seine Frau verprügelt. Die können doch nicht einfach mein Leben verfilmen, ohne mich dafür zu bezahlen! An gruftisoop@gmail.com. Guten Tag. Ich habe meine Bestellung vom 23.11.2014 immer noch nicht erhalten. Das ist mittlerweile fast 2 Wochen her. Auf Ihrer Seite steht jedoch, Sie würden innerhalb einer Woche liefern. Ich habe es auch schon bei Ihrem Kundentelefon probiert, aber da hat niemand abgenommen. So hatte ich mir das wirklich nicht vorgestellt. Es wäre schön, mal mit jemandem direkt zu sprechen und zu erfahren, wann ich endlich meine Sachen bekomme. Die Bestellnummer lautete 96442845598. An gregorf2@yahoo.de. Guten Tag. Sie haben sich in der Mail vertippt. Grufti Soap, nicht Grufti Shop, also das H und das O vertauscht. Das kommt leider ab und zu vor, ist aber wirklich nicht schlimm. Scheint ja kein besonders guter Service zu sein, den die Leute dort bieten. An gruftisoap@gmail.com. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte meine E-Mail. Ich habe mich wohl wirklich vertippt. Das kommt öfter vor? Früher waren die zuverlässiger. Entschuldigen Sie die Störung auf jeden Fall. Lieben Gruß. An gregorf2@yahoo.de. Hi, ist wirklich gar kein Problem. Ja, in letzter Zeit nicht unbedingt selten. Letzte Woche waren es sicher 4 Mails. Scheint da echt Probleme zu geben. Die meisten sind nur nicht so nett und entschuldigen sich. Normalerweise schreibt man einfach nicht weiter zurück. Allerdings sind die Mails in der Regel auch wütender formuliert. Kann verstehen, wenn man sich ein bisschen schämt. An gruftisoop@gmail.com. Kann ich mir vorstellen,
Ich versuche einfach generell etwas netter zu sein. Hilft ja keinem, wenn ich jemanden beleidige. Bist du eigentlich auch Gothic? Also wegen der Mailadresse? An gregorf2@yahoo.de. Sowas in der Art. Bin ganz gerne auf dem Friedhof. Wir haben hier einen richtig schönen. Die Ruhe hilft sehr, die Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Insofern ja, ein bisschen vom Denken her. Und ich schätze, dass ich allgemein den Themen nicht abgeneigt bin. An gruftisoop@gmail.com. Ich schreibe manchmal auf dem Friedhof. Es ist wirklich schön, niemand, der einen stört. Vor allem am Abend. Auf welchen Friedhof gehst du in der Regel? Also in welcher Stadt? Bei uns, hier in Heidelberg, bin ich ganz gerne auf dem Friedhof am Pfaffengrund. Ist ein richtig schönes Fleckchen. Lieben Gruß. An gregorf2@yahoo.de. In Heidelberg? Ich bin immer auf dem Bergfriedhof. Wunderbares Fleckchen Erde. Das ist es auf jeden Fall. Auch in den frühen Morgenstunden kann man einfach den Vögeln beim Zwitschern zuhören. Und niemand stört einen. Es hilft wirklich, die Gedanken kreisen zu lassen. An gruftisoop@gmail.com. Du wohnst auch hier in Heidelberg? Ja, der Bergfriedhof ist wirklich schön. Da kann man schon ein paar angenehme Stunden verbringen. Hörst du eigentlich auch Musik in Richtung Gothic? Oder sind das nur ähnliche Gedankengänge? Wundere mich nur wegen der Mailadresse. An gregorf2@yahoo.de. Ich habe früher viel klassische Musik gehört. Jetzt bevorzuge ich eigentlich die Ruhe. Ich muss zugeben, ich höre nicht mehr so viel. Ich glaube, wenn ich der Szene verbunden bin, dann wirklich nur wegen der Gedankengänge in die Richtung. Die Mailadresse hat allerdings einen anderen Grund. An gruftisoop@gmail.com. Klassik höre ich auch sehr gerne. Ich glaube, es ist in gewisser Weise auch ein bisschen die Weltanschauung, die da mitschwingt. Da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Wie heißt du eigentlich? Ich weiß deinen Namen ja noch gar nicht. Meiner ist ja relativ einfach, dank dem Gregor in der Mailadresse zu erraten. Meine Freunde nennen mich einfach Greg. Ist Soap so eine Art Spitzname? An gregorf2@yahoo.de. Hey, nenn mich einfach Bella. Soap werde ich in der Regel nicht genannt. Ich glaube, in der Szene und Literatur, auch in der morbideren, ist viel Interessantes zu finden, das auf jeden Fall. An gruftisoop@gmail.com. Hey Bella, ich habe durch viele Freunde, die ich in der Szene kennengelernt habe, erst richtig den Bezug zu gewisser Literatur gefunden und erst angefangen, mich mit den diversen Themen auseinanderzusetzen. Wenn du möchtest, könnte man sich ja mal treffen, einfach mal ein bisschen quatschen. Also nur wenn du willst. An gregorf2@yahoo.de. Wollen wir uns einfach hier auf dem Bergfriedhof treffen? Hier kenne ich mich gut aus und fühle mich auch wohl. Wie erkenne ich dich dann? Woher weiß ich, wer du bist? Hast du irgendetwas, woran ich dich direkt erkennen könnte? An gruftisoop@gmail.com. Ich werde ein schwarzes Hemd und einen Mantel tragen. Ich denke, du wirst mich gut erkennen. Bergfriedhof geht auf jeden Fall in Ordnung. Vielleicht um 23 Uhr am Freitag? An gregorf2@yahoo.de. Ich bin sowieso jeden Tag hier, also geht das in Ordnung. Ein wenig Gesellschaft ist sicher schön und ich denke, man wird sicher ein paar Stunden miteinander reden können. Ein wenig der Nacht lauschen, ein wenig den Gedanken nachgehen. An gruftisoop@gmail.com. Ich freue mich sehr drauf. Soll ich irgendwas mitbringen? Wein, was zu essen oder irgendetwas anderes? An gregorf2@yahoo.de. Ich bin in den letzten Jahren ziemlich genügsam geworden. Ich glaube, die Gesellschaft allein wird schon schön genug sein. Morgen dann? 23 Uhr? An gruftisoop@gmail.com. Auf jeden Fall. 23 Uhr. Bis dann, ich freue mich schon. An gruftisoop@gmail.com. Hey, gestern Abend war niemand da. Ich habe sicher 2 Stunden darauf gewartet, dass irgendjemand kommt. Bin den ganzen Friedhof abgelaufen. Wo warst du? Warum hast du dich nicht gemeldet? Ist irgendetwas dazwischen gekommen? Hast du den Bus verpasst oder sowas in der Art? Klar, ohne Handynummer kann man sich schon mal verpassen. Vielleicht findet man einen anderen Termin oder so etwas in der Art. Kannst mir ja vielleicht deine Handynummer geben, dann klappt es beim nächsten Mal vielleicht besser. An gregorf2@yahoo.de. Ich war da. Ich habe sogar nach dir gerufen. Aber du hast es anscheinend nicht gehört. An gruftisoop@gmail.com.
Da war überhaupt niemand. Nur ein Haufen Gräber und kleine Mausoleen. Gero Miescham, David Schmieker, Pascal Rorschach, Isabel Isop, Marcel Trimon, Merlin Schulgin. Ein Haufen Toter, sonst hat mir niemand Gesellschaft geleistet. Ich hätte dich doch bemerkt. Warst du vielleicht zu früh da oder sowas in der Art? An gregorf2@yahoo.de. Ich war da. Isabel Isop. Du hast mich einfach nicht gehört. An gruftisop@gmail.com. Isabel Isop? Verarsch mich nicht. Das war eine Gruft, ein Mausoleum. Das kann nicht sein. An gregorf2@yahoo.de. Ich war da. Ich bin dort. In dieser Gruft. An gruftisop@gmail.com. Du bist tot? An gregorf2@yahoo.de. Ich bin gefangen in dieser Gruft. Ich kann von hier nicht weg. Ich hätte gehofft, dass, wenn du mich hörst, du mir irgendwie helfen kannst. Ich bin gefangen an diesem Ort. Irgendwie wollte ich, dass du mein Flüstern hörst und mich verstehen kannst. An gruftisop@gmail.com. Wieso bist du dort gefangen? Wurde dir etwas angetan? An gregorf2@yahoo.de. Mir wurde eine Kette um den Hals gelegt, die mich daran hindert, den Ort zu verlassen und meinen Frieden zu finden. An gruftisop@gmail.com. Wie kannst du befreit werden? Kann ich dir helfen? An gregorf2@yahoo.de. Du musst mir die Kette von dem Hals wegnehmen. Dann bin ich befreit. An gruftisop@gmail.com. Ich kann doch nicht einfach dort einbrechen. An gregorf2@yahoo.de. Dann bin ich verdammt. Für alle Ewigkeit. An gruftisop@gmail.com. Ich mach's. Einfach nur die Kette von deinem Hals nehmen? Ich werde es morgen tun. Morgen bist du befreit. Morgen kannst du dann endlich deinen Frieden finden. An gregorf2@yahoo.de. Ich werde dir auf ewig dankbar sein, dass meine Seele endlich Frieden finden kann. An gruftisop@gmail.com. Heute dann. Heute Abend. Dann werde ich mich darum kümmern. Es dauert nicht mehr lange. Dann bist du gerettet. An gruftisop@gmail.com. Ich habe es geschafft. Du bist frei. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie noch übermittelt wird. Ich hoffe es. Die Polizei hat mich erwischt, wie ich eingebrochen bin. Ich bin eine ganze Zeit lang auf Bewährung und muss eine ziemlich hohe Geldstrafe zahlen. Deine Schwester hat die Kette jetzt. Ich hoffe, du kannst endlich in Frieden ruhen. Dein Greg. An kevinschmidt282@gmail.com. Ich hab die Kette. Tatsächlich war jemand blöd genug und ist auf alles reingefallen. Seit Wochen schreibe ich Leute an. Und dann macht's jemand, der sich vertippt hat. Unglaublich. Die Polizei hat mir die Kette überlassen. Ich hoffe, der vereinbarte Preis gilt noch. Meine Schwester braucht sie ja nicht mehr. Ich liebe dich. Ich denke immer an dich. Du bist so viel größer als ich und trotzdem bist du immer für mich da. In kalten Nächten hast du mich mit dicken Decken zugedeckt. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als du bei mir warst. Es war nur ein sanfter Kuss, den du mir gegeben hast, nur ein Hauch, doch direkt war ich verliebt in dich. Ich spürte dich, spürte, dass du bei mir bist. Bei dir fühlte ich eine Wärme und Geborgenheit, die ich nicht kannte, die die Einsamkeit verbannte. Ich wurde gierig. Ich habe mich nach dir verzehrt und bin dir nachgestellt. Ich wollte mehr, wollte immer mehr von dir, und wenn du nicht da warst, dann war alles trüb und grau. Die Decke wurde mir weggerissen und es war viel kälter als vorher, nur weil es vorher warm gewesen war. Ich konnte nicht aufhören, an dich zu denken, und du hast in mir etwas ausgelöst, ein Gefühl, ein längst vergessenes Gefühl wieder ausgegraben, welches mich ganz neu definierte. Ich liebte dich vom ersten Tag an, und schnell waren alle anderen vergessen, schnell warst du die eine für mich, denn nur mit dir fühle ich mich frei und nicht mehr einsam. Du bist das Wichtigste in meinem Leben.
Mit dir möchte ich aufstehen und die Augen schließen, und ich will unbedingt, dass du da bist, wenn ich meine Augen ein letztes Mal schließe und sie nicht mehr öffnen kann. Ich liebe dich, du hast mich in deine Arme geschlossen, als niemand sonst da war, und deine Umarmung war so anders, so viel tiefer, so unendlich groß, dass es mir mehr als einmal die Sprache verschlug. Und es war so viel schlimmer, so unendlich schlimm in der Zeit, als du nicht mehr da warst. Doch jetzt bist du wieder da, jetzt bist du wieder bei mir, und ich will dich nie mehr loslassen. Mein Heroin, ich liebe dich. Fahren Sie doch bitte etwas schneller. Ich muss pünktlich sein. Ich tue, was ich kann, sagte der Taxifahrer, nickte und veränderte rein gar nichts an seiner Fahrweise. Es war rund 20 Minuten her, dass ich mich auf dem Friedhof von meiner Tante verabschiedet hatte. Mein Onkel, Oskar Ramisch, war gestorben an den Folgen einer Verletzung, die er bei einem Unfall vor 2 Monaten erlitten hatte. Es war kurz nach der goldenen Hochzeit von ihm und meiner Tante gewesen, als er noch einmal zur Tankstelle laufen wollte, um eine Schachtel Zigaretten zu holen, bevor sie nach Hause fuhren. Mit einem Messer war auf ihn eingestochen worden und seine Brieftasche war geklaut worden. Die Beerdigung war respektvoll und angenehm gewesen. Ein Grabredner hatte Dinge über meinen Onkel erzählt, die ich so nicht gesagt hätte, aber die wohl in irgendeiner Weise auf ihn zugetroffen hatten. Meine Tante hatte geweint und die Freunde aus der Partei hatten sich ausgetauscht über das besondere Wesen meines Onkels und die Wichtigkeit seines Wirkens. Er war bis zu seinem Tod Stadtrat gewesen, nachdem er in Rente gegangen war, ein unnötiger, langweiliger Posten. Ich hatte ebenfalls Tränen in den Augen, allerdings vor allem, weil ich von den Blumenbouquets eine leichte allergische Reaktion bekam. Am Ende bekam jeder ein kleines Foto für die Brieftasche, der eins haben wollte. »Bitte etwas schneller, ich komme zu spät«, sagte ich erneut zum Taxifahrer. »Natürlich, natürlich, wir werden schon pünktlich sein«, antwortete er, und die Nadel am Tachometer hatte sich wohl festgefroren. Ich war in meiner Arbeit als Journalist unterwegs. Man hatte mir 4 Seiten in einer Spezialausgabe eines Magazins über neuere Geschichte zugesichert. 1 Monat war ich jedem in den Arsch gekrochen, um diese verdammten Seiten zu bekommen. Es ging in der Sonderausgabe um Mörder in den 90er Jahren und ich hatte einen ganz speziellen Mörder, den Dezembermörder. Der Name gehört zu den blödesten, die sich die Presse je ausgedacht hat, und hängt damit zusammen, dass er anfangs nur im Dezember getötet hatte, dann im Januar nicht mehr und man davon ausging, dass es aufgehört hätte. Hatte es nicht, aber der Name war geblieben. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal in Kontakt mit der Sache kam. Es war ein Tag vor Weihnachten gewesen und der Schnee war hoch, rein und schön und war sicher schon der Postkartenindustrie zum Opfer gefallen. Meine Eltern waren auf Geschäftsreise und ich war bei meiner Tante und meinem Onkel untergebracht worden. Meine Tante musste noch arbeiten und mein Onkel musste auch kurz weg. »Leon«, sagte er. Die ganze Familie kürzte meinen Namen ab. »Leon, ich komm gleich wieder. Ich muss noch dringend ein Geschenk für Laura kaufen. Morgen ist ja ihr Geburtstag.« Laura war meine Tante. Er brachte mich ins Wohnzimmer zu dem Radio, in dem gerade ein Hörspiel lief. »So, das müsste der richtige Sender sein. Bin bald wieder da.« Das Hörspiel war allerdings relativ schnell vorbei. Ich erinnere mich kaum noch an die Handlung. Es ging irgendwie um einen Monsterjäger oder so etwas in der Richtung, und dann kam eine Mitteilung über einen Serienmörder. Mit solcher Spannung verfolgte ich die Mitteilung, dass ich das Hörspiel in wenigen Sekunden vergessen hatte. Kein bekanntes Motiv, nichts. Der Bericht war erst kurz gewesen, aber dann kam eine Eilmeldung herein, dass es wieder ein Opfer gab, mit so vielen Stichen im Körper, dass die Zahl nur geschätzt werden konnte. Einfach vor dem Polizeipräsidium aus dem Wagen geschmissen worden. Es begeisterte mich, eine morbide Faszination ließ mich jedes Wort aufsaugen. Ich beschäftigte mich auch danach immer mal wieder damit und es ließ mich nicht los. Die Mordserie endete dann mit diesem einen Fall, die Zeitzeugin, zu der ich gerade fuhr. Marianne Schönblick hatte sich nach dem Angriff auf sie niemals öffentlich dazu geäußert und auch der Polizei nie etwas gesagt.
Es hatte mich einiges an Überredungskunst gekostet, aber letzten Endes hatte sie zugesagt. Die nächste links, sagte ich zu dem Fahrer, und er nickte und folgte meiner Anweisung. Die Straße war eine dieser typisch deutschen Mehrfamilienreihenhausstraßen, wie sie in der Regel nirgendwo abgebildet werden. Ich stieg bei Nummer 41 aus und gab dem Fahrer das Geld für die Fahrt. Trotz der Tatsache, dass er nicht schneller gefahren war, waren wir pünktlich. Bei dem Namensschildchen klingelte ich und nur wenige Sekunden später öffnete man mir. Eine Treppe führte hoch in den ersten Stock und die Frau hatte schon geöffnet. »Kommen Sie rein«, sagte sie. »Kaffee? Tee?« »Ein Wasser wäre nett.« »Gut, gut«, sagte sie und ich folgte ihr schweigend in das Wohnzimmer. Sie kurz in die Küche. Kurze Zeit später kam sie mit zwei Gläsern Wasser zurück. Endlich war es soweit. »Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch bereit erklärt haben. Wie geht es Ihnen?« »Gut, gut soweit.« »Ich werde das Gespräch mit diesem Diktiergerät aufzeichnen. Ist das in Ordnung für Sie?« »Natürlich, ja.« Wir sprachen über den Vorfall von damals, wie sie es verarbeitet hatte. Immer schien sie etwas stockend zu antworten, wurde wohl nicht ganz warm mit dem Gespräch. Das wäre sicher Material für ein kurzes Interview, aber meinen Artikel konnte ich darauf nicht vollkommen stützen. Frau Schönblick, Ihnen passiert nichts, er kommt sicher nicht wieder zurück. Das weiß ich. Ihr Blick hatte sich etwas geleert. Das weiß ich, sagte sie nochmal, leise, eher zu sich als zu mir. Können Sie mir den Vorfall noch einmal genauer schildern? Fragte ich, und sie wiederholte noch einmal den groben Ablauf, doch viel mehr als auch im Polizeibericht von damals stand, konnte ich nicht herausfinden. Ich merkte, dass das Gespräch nicht in eine Richtung lief, die mir helfen würde, die mich bestätigen würde. Ich schaltete das Diktiergerät aus. Frau Schönblick, Sie brauchen keine Angst zu haben. Möchten Sie mit mir erst einmal kurz inoffiziell sprechen, also so, dass es nicht in den Artikel kommt? Manchmal lockerte so etwas die Leute auf, aber sie schüttelte den Kopf. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wirklich? Ja, aber bitte gehen Sie jetzt. Ich habe Kopfschmerzen. Jetzt musste ich nachhaken, sonst wäre alles verloren. Frau Schönblick, bitte, ich meine... Bitte gehen Sie jetzt! Sie kommen hier einfach rein. Nicht einmal Ihren Namen haben Sie mir genannt. Ramisch. Frank Ramisch. In dem Moment erstarrte sie und schluckte. Etwas hatte sich in ihr verändert. In ihren Augen konnte ich die Angst sehen. Warum sind Sie hier? Wegen dem Artikel. Das sagte ich doch. Sie trat etwas näher. Was wollen Sie von mir? Warum sind Sie hier? Fragte sie, mittlerweile hysterisch, die Angst war zur Wut geworden. Das wissen Sie doch. Einen Moment stockte sie. Wissen Sie? Wissen Sie, warum ich jetzt darüber sprechen kann? Weil ich endlich frei bin. Ich hab den Wichser umgebracht. Scheiß goldene Hochzeit hat er gefeiert. War da im Catering-Bereich. Er hat mich natürlich nicht erkannt. Hab gewartet, bis er rausgeht. Und dann zugestochen. So wie er damals. Ich zögerte einen Augenblick, als mir klar wurde, was es bedeutete. Doch nur einen Moment später hatte sie schon ein Messer aus dem Messerblock gegriffen. Sie bringen sein Werk nicht zu Ende. Deswegen sind Sie doch hier. Ich bekam einen Stich in die Seite, konnte jedoch unter Schmerzen ihre Beine wegziehen und so fiel sie auf den Boden und das Messer aus der Hand. Das war so nicht ganz geplant gewesen, aber nicht alles kann glatt verlaufen. Erst war ich mir nicht sicher gewesen, ob wirklich sie es gewesen war, doch nun war ich es. Onkel Oskar wäre stolz auf mich gewesen. Er hatte mich so fasziniert.